Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und wie ihr schon seht, wir zocken jetzt endlich Bloodborne. Das Ganze exklusiv auf der PlayStation 4, denn es wird diesmal gepublished und finanziert von Sony. Die Entwickler sind immer noch From Software, die sich ja einen großen Namen gemacht haben mit Demon's Souls und den beiden Dark Souls Titeln. Und das Spiel geht auch so ein bisschen in die Richtung, soweit ich gesehen habe, ist es ein bisschen agiler, ein bisschen schneller noch vom Kampfsystem her. Wie es dann am Ende wirklich ist, werden wir gleich herausfinden. Und wie immer, gerne eure Meinung mal in die Kommentare posten nach dem ersten Part, wenn ihr den angeguckt habt. Und wenn ihr Bock habt aufs Let's Play, mehr sehen wollt davon, wenn es euch gefallen hat, ihr das einfach vielleicht auch nur unterstützen wollt, das Let's Play, gerne mal eine Bewertung da lassen, damit ich auch einfach weiß, dass ihr Bock habt auf Bloodborne. Ansonsten zocken wir das erstmal an und ich würde sagen, los geht's. Bleichblut. Tja, ihr seid am richtigen Ort. In Yharnam wird Blutbehandlung praktiziert. Ihr müsst nur ihr Geheimnis enthüllen. Aber wo soll ein Fremder wie ihr nur beginnen? Dazu sollte etwas Yharnam-Blut in euch fließen. Doch zuerst euer Vertrag. Ja, da haben wir ja schon mal die erste Neuerung gesehen, beziehungsweise besser gesagt gehört, denn das ist das erste Mal, dass die Sprachausgabe auch auf Deutsch ist. Da merkt man einfach wieder, dass Sony logischerweise ein bisschen mehr Kohle hat als Namco Bandai. Und so, wir geben mal den Namen ein. Ich glaube, ich werde den Charakter aber alleine einstellen. Ich zeige euch nur ganz kurz für die älteren Spiele, die vergangenen Spiele, die gezockt haben. Mal kurz die Klassen, was es so zur Auswahl gibt am Anfang. Herkunft, okay, cool. Angsthase ist normal, glücklich, normal, glückliche Kindheit. Alle Attribute durchschnittlich. Was haben wir da? Stufe 10. Das ist selbsterklärend, das ist das Level. Blutechos. Oder Echo. What the fuck, was ist das? Kann man das irgendwie sehen? Kann man das vielleicht... Okay. Blutecho, Vitalität, wird wahrscheinlich Lebensenergie sein. Ausdauer, halt Ausdauer, Stärke, Stärke, Geschick ist Geschick. Blutfärbung. Blutfärbung, was ist das wohl wieder? Arkan? Oder Arkan? Könnte wahrscheinlich Magie sein? Ich weiß es nicht. Das sind die Attribute also. Also Blutfärbung und Blutechos, keine Ahnung, was das so bedeutet. Keine Ahnung, werden wir herausfinden im Laufe des Spiels. Dann haben wir letztes Mitglied eines Dorfs, hohe Lebensessenz und Kraft. Ja. Dann schwierige Kindheit, unglückliche Kindheit, dadurch sehr belastbar. Leben voller Gewalt, Vergangenheit voller Gewalt. Unbedacht, aber stark. Hat schon Stärke 15, haut also ganz schön gut rein. Perfekt geeignet für Detektivarbeit oder Wissenschaft. Professionell. Ne. Den werde ich auf jeden Fall nicht nehmen. Kriegserfahren, ein Soldat mit Stärke und Geschick. Militär, Veteran. Der wäre schon eher was. Dann haben wir noch noble Abstammung. Spross einer guten Familie mit Stolz auf dem Stammbaum. Ja, ist in Geschick und Blutfärbung gut. Also ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass Arkan vielleicht so eine Art gute Magie ist. Blutfärbung vielleicht irgendwas Blutmagie-mäßiges. Ich habe keinen blassen Schimmer, wir werden es sehen. Ich möchte jetzt auch, vielleicht gucke ich gleich, wenn ich selber den Rest mache, kurz mal in die Anleitung, vielleicht steht da ja was dazu. Dann haben wir schlimmes Erlebnis, aber jetzt sehr selbstbewusst. Der ist gut in Arkan. Okay, und hat Blutechos 500. Ja. Und dann haben wir noch die Klasse, die man auch aus dem Vorgänger kennt, wo man sich so ein bisschen mehr aufbauen kann selber. Der ist nämlich erst Stufe 4.
und ist halt nichts nutz. Ein Nichts ohne jedes Talent. Deine Geburt war ein Fehler. Ja, das ist so die Klasse, die am Anfang natürlich ein bisschen schwieriger ist, weil man halt nicht so geskillt ist wie die anderen. Aber den kann man sich am besten selber aufbauen von Anfang an. Das ist natürlich interessant. Ich weiß noch nicht genau, was ich nehme. Also, ich schwanke gerade so ein bisschen zwischen Militärveteran, weil der gut reinhauen kann, und dem Nichtsnutz sogar. Ja. Ich weiß es nicht. Gut, ich weiß es nicht. Ich werde es mir überlegen. Ganz kurz nochmal hier in das Aussehen, was man hier so machen kann. Basis Hautfarbe, Hautfarbe, Gesichtsdetails, Favoritenladen, so und sowas. Körperbau. Das kann man auch noch machen. Und das mache ich aber alleine. Und dann zeige ich euch das Endergebnis einfach. Dann könnt ihr ein bisschen mehr sehen im ersten Part. Ein bisschen mehr Gameplay vor allen Dingen. Ansonsten hören wir uns gleich wieder. Ja, liebe Leute. Willkommen zurück. Das ist mein fertiger Charakter. Ich versuche mal ein bisschen irgendwie ranzuzoomen. Aber es geht nicht so gut. Ihr seht schon. Kurzhaarfrisur, es gibt halt nicht so viel Auswahl und sehr viele davon sind irgendwie lange Haare oder so. Und mir persönlich gefällt es nicht. Dann haben wir noch so eine kleine Morpheus-mäßige Brille. 3-Tage-Bart. Und ja, ich glaube, wir sind bereit für den Kampf. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie das Spiel ist. Ihr habt euch einen Jäger gesucht. Okay. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Leute, das wird geil. Das wird geil bestimmt. Okay, da können wir raus. Wahrscheinlich müssen wir da sogar raus, oder? Hier raus? Oh Gott, fängt direkt an. So, handgeschriebene Kritzelei. Suche Bleichblut, um die Jagd auszuweiten. Okay. Zack. Geh ich mal hier raus. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Alles klar, damit hat sich das erledigt. Okay. Zack. Damit schlage ich wieder. Kreistaste ist Rennen, aber wir kriegen sowieso wahrscheinlich gleich erstmal die Steuerung erklärt. Achso, genau. Ich habe jetzt den Nichtsnutz genommen, also den mit Level 4. Und ich hoffe natürlich, dass ich die ersten Schritte überlebe. Ach, wie geil, ey. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn jetzt präsentiert hier? Mit den Skeletten. Okay. Angriff, rechte Waffe. Ja. Hammer. So, was haben wir hier? Ziel anvisieren, rechter Stick. Okay. Persönliche Gegenstände. Inventar. Jägerzeichen.
Aber ich habe gar keine Waffe gerade, oder? Ne. Ach so, genau. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Das wird uns auch noch. Ah, cool! Hier haben wir direkt die Waffen, nicht nur den Status. Das will ich aber jetzt mal ganz kurz gucken. Charaktername, so. Blutecho, was ist das? Ah, das ist die Währung. Okay. Dann kriegt man mit den anderen Charakteren direkt von Anfang an ein bisschen Währung mit. Gesamtanzahl der Blutechos. Damit kannst du mit den Boten handeln. Einsicht, Stufe der Einsicht oder Tiefe des nichtmenschlichen Wissens. Nötig zum Läuten der speziellen Glocke. Jetzt noch Blutfärbung, was ist das? Attribut, das Kraft von QS-Kugeln Waffen bestimmt. Legt fest, ob du bestimmte Ausrüstung verwenden kannst. Das ist für die Waffe. Ja, hier gibt es ja jetzt Schusswaffen. Okay, alles klar. Gut, alles klar. Das ist damit geklärt. Chuck Norris Handkantenschläge, sag ich schon. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass es nicht so richtig ist, weil ich ja gar keine Waffe habe. Irgendwie, wie gesagt, glaube ich, dass es nicht so richtig ist. Ich habe ja gar keine. Wahrscheinlich hätte ich eine auswählen sollen oder so. Jetzt muss es so gehen. Ausweichen ist angesagt hier. Ausweichen, ausweichen. Huh! Der war nice. Der war nice ausgewichen. Aber ich mache auch gar keinen Schaden. Das wird ein Fail. Das wird ein Fail einfach nur. Aber wenn man jetzt schon mal passenderweise das Design direkt mal mit The Order vergleicht, so das Werwolf-Design, ist natürlich der hier um einiges geiler. Nicht so viel. Hoho! Bruder, mach nicht so! Yes! Ich hab ihn mit der blanken Faust der Gerechtigkeit. Blutviole. 3 Stück direkt. Ich hab bestimmt einfach übersehen, mir eine Waffe auszuwählen, oder? Waffen. Nee. Ich hab einfach keine. Ich hab tatsächlich keine. Dann war das so vorgesehen, dass ich mit dem Charakter dem auf die Schnauze gebe, mit der Hand der Gerechtigkeit. Na gut, alles klar, hat ja geklappt. Hätte ich jetzt von Anfang an mal besser aus... Wäre ich vom Anfang an mal ein bisschen besser ausgewichen, wäre das jetzt auch nicht so das Problem gewesen. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, auch wenn wir bei Order waren gerade, auch hier wieder,
das Design, dieses Steampunk-Design. Es ist so geil, es ist so geil. Mir gefällt es extrem. Alleine hier wie heißen die Dinger hier, wo ich gerade vorstehe? Diese Blutgefäßhalterstangen, wie heißen die denn? Ich habe keine Ahnung. Alleine das schon designt ist, gefällt mir schon richtig gut. Greift noch irgendwas? Wie war denn das? Ah, okay. Dreieck. Wird hier bestimmt auch. Ja, alles klar. Wird hier auch gerade geschrieben. Ah, war da was? Ja. Auch schön, wie das Blut jetzt hier auf dem kleinen Umhang bleibt. Hammer. Ich höre doch irgendwas. Irgendein Vieh höre ich da schon wieder. Körper durchsuchen. Quecksilberkugeln. Es ist riesig. Man hört es doch. Ist es das Vieh aus der Präsentation? Dann weiß ich ja schon. In etwa, wie das aussieht, zumindest. Zentrum von Jana. Was stand da? Von einem Gerät verschlossen. Oh, ich glaube, man sieht es sogar ein bisschen. Oh, ein Hut? Das meine ich, zieht euch das mal rein, das Design ist hammergeil. Auch schon vom ersten Gegner. Man ist jetzt ein Werwolf, was willst du da großartig so anders machen? Aber der sah schon geil aus für einen Werwolf. Auch hier die Särge und alles. Sehr schön. Ich hätte nur gerne eine Waffe, ey. Ey, bleib doch drauf. Nein, ich brenne nicht. Voll geil, dass sie jetzt irgendwie Deutsch reden. Also, dass sie überhaupt richtig reden. Boah, shit. Jetzt bin ich zu spät ausgewichen. Wie, Bestie? Brennt. Wäre nice, wenn du drauf gehst und mir deine Waffen gibst. Ich mach bestimmt irgendeinen Fehler, mach ich, ey. Irgendwie bestimmt habe ich. An der Kappe habe ich eine Waffe und ich kämpfe jetzt hier. Nur mit meiner. Faust. Könnte aber schlimmer kommen, weil. Ist ja ganz nice. Wenn ich jetzt wirklich nur die Hand habe. Mache ich ja extrem wenig Schaden. Deswegen muss ich besser aufpassen, muss ich vorsichtiger vorgehen und mich besser aufs Ausweichen konzentrieren. Zwar dauert es jetzt auch ein bisschen länger mit den Gegnern, aber vielleicht ist es auch wirklich so gewollt. Aber ich war der Meinung, dass zum Beispiel bei Dark Souls 2 habe ich auch die Klasse genommen. Beim zweiten Mal, wo ich das angefangen habe. Und ich bin der Meinung, da hattest du zumindest so ein abgebrochenes Schwert oder sowas. Deswegen bin ich so verwundert, dass ich hier gar nichts habe.
Aber wir machen den. Sehr schön. Und ich hoffe, ich habe nicht irgendeine Kiste übersehen, wo denn die Waffe drin lag oder sowas. Blutfiole. Da war der Schalter. Zwei jetzt. Oh, shit. Oh, der eine ist schneller. Die sind beide gleich schnell. Das führt zu nichts. Nein, tust du nicht. Nein, ich wollte ausweichen. Ich hab's kommen sehen. Ausweichen! Boah. Das Doppelschlag hier. Die Doppelfaust der Gerechtigkeit. Komm her. Nein, muss ich nicht! Es wird so peinlich. Ich hab so das Gefühl, ich habe einen Fehler gemacht mit der Waffe. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder nicht. Ich habe jedenfalls nicht das Gefühl, dass es richtig ist. Natürlich in dem Moment. Was war das? Was war das? Was war das für ein Schweif? Heißt das, dass ich geil ausgewichen bin oder so? Im richtigen Moment? Oder hat es gar nichts zu bedeuten? Wir sind schon komplett blutverschmiert. Ah, Leute, ich bin so unsicher, ob das richtig ist oder nicht. Aber selbst wenn nicht, ich lebe noch und ich kämpfe nur mit der Faust. Was? Wo? Andere Seite? Ah! Diese Lampe bringt dich zurück zum Traum des Jägers. Wenn du stirbst, wachst du bei dieser Lampe auf. Wer ist denn der Traum des Jägers? Ich muss nochmal kurz zurück, um zu gucken, was das ist, damit ich es direkt von Anfang an weiß. Ja, aufregend. Erster Schritt in Bloodborne. Die gehen auch gleich erstmal zu Ende schon. Der erste Part ist sowieso ein bisschen länger jetzt. Aber das schauen wir uns noch an. Des Jägers. Das ist so Hammer, ja. Ah, okay. Krankenzimmer Erdgeschoss. Ah, cool. Da kann ich also wieder zurück. Was ist das hier? Bartboote. Mit Booten, mit Blutekos handeln, um Gegenstände zu kaufen und verkaufen. Runde Kiesel, die auf Ziele geworfen werden können. Kleine Kiesel, die man überall in Janam findet. Gegner können damit beworfen werden. Wahrscheinlich gehe ich jetzt einfach mal stark davon aus, dass es einmal Kiesel sind, um Leute anzulocken, oder? Um die vielleicht von der Gruppe zu trennen.
Sowas in der Art. Okay, Waffen gibt es hier nicht zu kaufen. Schade. Ah, die Jägermütze. Das kennen wir doch auch vom Design her. Okay. Na gut, ist ja kein Problem. Mache ich den ersten Part ein bisschen länger für euch, Leute. Vielleicht wisst ihr es ja zu schätzen, vielleicht auch nicht, wer weiß. Aber wie gesagt, lasst auf jeden Fall gerne mal gleich ein bisschen Feedback da. Da liegt was. Zum Spiel, und wenn ihr mehr sehen wollt, unterstützt das Projekt und wirklich auch durchgehen, nicht nur den ersten Part und dann, ja, er macht's ja sowieso, ja, yeah, wir haben es geschafft, ich like nur den ersten Part oder so. Aber am Ende muss ich ja trotzdem alleine entscheiden, ob ich es weitermache oder nicht. Aber bisher macht es einen guten Eindruck auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier überhaupt? Um diesen schrecklichen Traum des Jägers zu entkommen, halte die Quelle der sich ausbrennenden Plage der Bestien auf, damit die Nacht nicht ewig währt. So, schön ist es da. Schön ist es. Werkstatt. Waffen verstärken. Waffen mit Blutstein verstärken. Okay. Okay. Aha. Ihr müsst der neue Jäger sein. Willkommen im Traum des Jägers. Dies wird fürs Erste euer Zuhause sein. Ich bin German, Freund der Jäger. Ihr seid mittlerweile sicher sehr durcheinander, aber denkt nicht zu viel über alles nach. Zieht einfach los und erlegt ein paar Bestien. Es ist zu eurem eigenen Besten. Wisst ihr, das ist das Geschäft des Jägers. Ihr werdet euch daran gewöhnen. Dies war einst der Zufluchtsort für Jäger. Eine Werkstatt, in der die Jäger ihre Waffen und Körper mit Blut verbessern konnten. Wir haben nicht mehr so viele Werkzeuge wie einst, aber ihr könnt gerne alles benutzen, was da ist. Sogar die Puppe, wenn ihr wollt. Ist das jetzt ein ekliges Angebot? Welche Puppe? Wenn ich alles benutzen darf, will ich die Waffen hier oben. Dies war ein alles klar, eine jetzt wiederhole ich. Okay. Oh, was denn, was denn? Ein Notizbuch von den Boten. Hinterlasse Nachrichten bei diesem treuen Diener, um sie mit Jägern in anderen Welten zu teilen. Ah, cool. Was hast du noch für mich? Die Boten bieten dir eine Feuerwaffe an. Yeah! Wähle eine aus. Feuerwaffen werden mit der linken Hand geführt und bei der Bestienjagd verwendet. Oh, shit. Okay. Okay, okay. Okay. Ja, okay. Was nehme ich denn? Pistole, Jägerpistole, Pistole für die Jagd aus der Werkstatt. Donnerbüchse. Donnerbüchse. Blutangriff 70. Macht die Pistole und die Donnerbüchse, was eher eine Schrotflinte ist. Eine Art Schrotflinte mit 20? Hä? Hat aber dafür mehr Haltbarkeit, oder wie? Irgendwie für mich keinen Sinn. Wenn ich das richtig verstanden habe, natürlich. Ich glaube, ich nehme die Pistole. Dankeschön. Die Boten bieten dir eine Trickwaffe an. Wähle eine aus. Trickwaffen werden mit der rechten Hand geführt. Oh. Ah Mist, jetzt habe ich bei der Schusswaffe unten auf die Attribute und so weiter gar nicht geachtet. Gewundener Stock, Jägeraxt.
Stärke. Boah, ich glaube, ich nehme das Jägerhackbeil. Einfach wegen der Waffe an sich. Habe ich mehr Bock als auf eine Jägeraxt. Nice. Gut, Leute, ey, der Part ist irrsinnig lang. So wollte ich den eigentlich nicht machen, so lang. Deswegen höre ich jetzt hier erstmal auf. Beim nächsten Mal machen wir gerne weiter, rüsten uns aus, gehen die weiteren Schritte, diesmal mit Waffe. Und ich würde sagen, der erste Part ist schon mal erfolgreich abgeschlossen. Ich bin froh, dass ich nicht gestorben bin. Respekt. Respekt an mich selbst. Gut, Leute. Wie gesagt, lasst gerne Feedback da. Schreibt mal gerne eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.